Morgens um 7 ist die Welt in Düsseldorf und auf der Feuer- und Rettungswache 5 noch in Ordnung. Damit das auch so bleibt, kümmern sich die Notfallsanitäter André Hahn und Dominik Fengler ab jetzt 24 Stunden ununterbrochen um Menschen in Not. Für den Ernstfall müssen die beiden gut vorbereitet sein. Ja, also ich gucke mir morgens den Rucksack einmal an, auf Vollständigkeit, ne, dass alle Medikamente da sind, dass die Verbrauchsmaterialien und Gerätschaften alle vorhanden sind. Das ist ja hier in diesem Rucksacksystem in unterschiedlichen Taschen aufgeteilt, sodass man halt im Notfall halt alles findet. Und Routine erleichtert den Einsatz. Ne? Desto mehr Routine da ist und desto mehr Erfahrungswerte halt da sind, desto einfacher wird es ein Einsatz. Ne? Und in Stresssituationen ist der Mensch nicht so leistungsfähig, wie wenn er klar handeln und denken kann, weil man sagt so schön, im Einsatzfalle ist man 30% döver, als man sonst ist. 15 Minuten später müssen die beiden das erste Mal raus. Die Leitstelle meldet einen internistischen Notfall. Internistisch ist ein so breit gefächertes Bild, da kann sich so viel hinter verbergen. Wenn nur mit internistischen Stichwort alarmiert ist, kann das alles und nichts sein. Von der normalen Erkältung hin bis hin zum Herzinfarkt, Lungenödem, Schlaganfall, kann es im Prinzip alles sein. Die Leitstelle gibt in der Regel nur wenige Einsatzstichworte durch. Die Sanitäter sollen unvoreingenommen an die Einsätze gehen. Hallo, guten Tag. Geht's um Sie? Ja. Hallo, Fengler ist mein Name. Was können wir denn für Sie tun? Ich habe heute Nacht schon mal gemessen, 217 zu 112. Ja. 77. Und dann habe ich den Filtrin genommen. Ja. Und da ist er etwas untergegangen. Der erste Blutdruck, so wie sie ihn gesagt hat, der ist, wäre auch besorgniserweckend. Das ist ein Blutdruck, den sollte man nicht allzu lange so belassen. Ja, also da werden in kürzerer Zeit dann auch körperliche Symptome auftreten. Haben Sie mit diesem Gerät dort gemessen? Ich habe hier alle drei Geräte und zwar deshalb, weil manchmal geht die Batterie direkt alle. Ja, aber wenn Sie doch drei Geräte haben, ist ja wunderbar. Ich gucke mal einmal in den Memory-Ding rein. André, magst du mal einmal bitte Blutdruck messen? Haben Sie denn jetzt irgendwelche Beschwerden? Tut Ihnen die Brust weh? Haben Sie Luftnot? Haben Sie, ist irgendwas? Oder? Ich habe vergangene Woche mit einem Kardiologen Herz gründlich untersucht. Ja. Dann hat er gesagt, die reden Sie ruhig mit mir. Ne? Die linke Herzkammer pumpt nicht so ganz richtig. Und Sie haben sehr wahrscheinlich eine Linksherzinsuffizienz mit einem Klappendefekt. Ist das korrekt? Oder ich guck mal da rein, aber haben Sie das schon mal gehört? Ja, wir haben. Und meine Tochter, die ist da drin. Die Krankheitsgeschichte der Frau ist lang. Dominik Fengler muss sich ein umfangreiches Bild machen. Ich habe 10 Kilo abgenommen, nachdem ich auch einen epileptischen Anfall hatte. Und das haben Sie auch gehabt? Epileptische Anfälle, haben Sie auch eine Epilepsie? Okay. Aber dann war es letzter Mal haben, ja? Können Sie wieder ablegen? Seit wann haben Sie diese Epilepsie? Schlockett steht da drin. 10 Jahre fast. Hm. Und wie lange ist dieser Klappendefekt bekannt? Hey, diese Woche. Diese Woche ist das erst gekommen. Freitag, oder was, ne? Und jetzt ist das Problem, dass Sie selber jetzt den Blutdruck gemessen haben, um nochmal zusammenzufassen. Sie haben jetzt selber den Blutdruck gemessen, haben festgestellt, dass der Blutdruck so hoch war, was Sie gerade eben gezeigt haben, 270 zu 112. Und das ist das, was Ihnen jetzt Sorgen gemacht hat, warum wir jetzt hier stehen. Ja, ist das korrekt? Oder also sicher, ich bin an sich nicht zu links. Ich will nur mal einen Schlaganfall kriegen. Es ist jetzt so, der Blutdruck ist jetzt bei 150 zu 80, ne? Also jetzt gerundete ist Werte. Ist schon runter. Ist was runtergenommen. Aber Sie haben ja auch gerade eben ein Blutdruckmedikament genommen, was den Blutdruck relativ schnell runtermacht. Ja. Jetzt ist aber die Frage, ist das jetzt gerade zu ergründen, dass Sie den, dass der Blutdruck runtergegangen oder warum der Blutdruck überhaupt hochgegangen ist? Ne? Das ist jetzt die große Frage. Also. Am ehesten wohl, weil Sie ein bisschen ängstlich gewesen sind, nehme ich jetzt mal an. Ne? Ich kenne das ja. Ach, Sie kennen das. Okay, dann wird es wohl nicht daran gelegen haben. Dann wird der Blutdruck aus irgendeinem anderen Grund hochgegangen sein. Also ich mache mal hier. Alles gut. Ein bisschen frei, ne? Ja, wir gucken jetzt mal ganz kurz, was das EKG so sagt. Und dann würde ich Ihnen vorschlagen, nehmen wir Sie nochmal mit ins Krankenhaus. Und dann muss man nochmal nach dem Blutdruck gucken. Wird
versuchen, Diakonie. Das werde ich versuchen. Also ich kann es Ihnen nicht versprechen, ja, ich weiß, ne, aber ich werde es versuchen. Temperatur hat sie gemessen? Ja, 36,6. Ja. Aber sonst haben Sie keine Beschwerden? Nee, also ich bin halt klapprig. Ich habe bis vor kurzem noch mit dem Ergometer gegangen, ja. Ja, nicht schlecht, ne? Aber geht jetzt nicht mehr. Ja. Aber Sie hatten sonst keine Begleiterscheinungen dabei, nur diesen hohen Blutdruck, den Sie selber gemessen haben. Ja, ja. Gut. Wie oft haben Sie denn gemessen? Können Sie an dem Ding sehen, ja. Ja, in dem einen habe ich schon gesehen, nur bei diesem Gerät haben Sie ja schon 4-mal gemessen. Ja. Innerhalb von 6 Minuten. Ja, weil ich wissen wollte, geht der runter. Ne? Ah ja, okay. Also ich bin jetzt nicht, ich kenne das ja. Ja. Dabei könnte gerade die Aufregung der Frau für die hohen Blutdruckwerte verantwortlich sein. Manchmal kann es halt auch sein, dass wenn man halt ein bisschen Angst bekommt oder auch mehrfach hintereinander den Blutdruck an der gleichen Stelle misst, dass es halt zu Messfehlern kommen kann. Und wenn ich den Blutdruck immer wieder hintereinander messe, erwarte ich auch, dass der Blutdruck hoch ist. Und dann wird der Blutdruck auch irgendwann hochgehen. Ja, dann nehmen wir Sie einmal mit ins Krankenhaus und stellen Sie nochmal einen ärztlichen Kollegen vor und dann soll der auch nochmal gucken und dann... Dann soll der mich wieder nach Hause schicken. Zum Beispiel. Ne? Meine Tochter wird am Samstag 60 Jahre. Ja. Was kann ich damit machen? Ja, bis dahin sind Sie ja bestimmt, heute ist Montag, ne? Bis dahin, also wenn Sie nicht krank sind, bleiben Sie ja nicht im Krankenhaus, ne? Ja. Sind Sie in der Lage, ein paar Schrittchen zu laufen? Meinen Sie, das schaffen Sie bis zum Wagen? Ja, ja. Dürfen Sie sich gerne auch bei mir einhängen, wenn Sie wollen? Ich gebe Ihnen gerne meinen Arm. Deshalb rufe ich immer nur die 112. Ja, natürlich. Ne? So kommen wir nie wieder zusammen. Ne? Also, haben Sie einen Schlüssel dabei? Ja, das ist halt alles gut. Gut. Aus der Schlüssel? Ja. Sag mal, haben Sie noch irgendwas an, Herd oder sowas? Haben Sie alles ausgeschaltet? Toast oder sowas haben Sie auch aus? Ja, also Zimmer. Also da ist alles definitiv aus. Sie können auch noch mal eben sich selber bewegen. Ich habe jetzt an sich... Fenster sind zu und sowas ist auch alles. Ich darf noch ganz kurz... Ja, nee, dürfen Sie. Ja, nicht, dass nachher noch ein Bügeleisen irgendwo aufsteht oder hier so ein Lämpchen zum Beispiel an ist. Machen wir dann auch mal aus. Wir müssen auch ein bisschen Energie sparen, ne? Ja. Also es ist immer schwierig, solch eine Situation. Man kann so jemanden auch zu Hause lassen. Sie hatte ihre Bedarfsmedikation da gehabt und hat sich damit ja auch selber therapiert. Dieses Medikament senkt den Blutdruck, was ja auch bei unserem Eintreffen im Prinzip in diesem Fall der Fall war. Dominik Fengler versteht die Angst der Frau. Um sie zu beruhigen, fahren sie die Sanitäter ins Krankenhaus. Schaffen Sie dazu? Nur dann, wenn ich mich auf Menschen einlassen kann und Menschen versuche nachzuvollziehen, kann ich einen Menschen vernünftig behandeln. Und man muss halt auch bereit sein, gewisse Dinge zuzulassen, Nähe zuzulassen. Menschlichkeit ist das höchste Gut. Ich schneide Sie gleich an. Ich messe noch einmal kurz bei Ihnen Zucker, ne? Was wollen Sie? Ein Zuckermesschen bei Ihnen nochmal. Ach so. Weil die Frau schwach wirkt, misst André Hahn ihren Blutzuckerwert. Bei gesunden Menschen liegt der zwischen 70 und 100. Und dann kann ich weiter Schokolade essen. Das sehen wir jetzt gleich. Können Sie ruhig ein bisschen festhalten. 105, der sieht gut aus, der Zucker. Ich habe hier ein Pflasterchen. Machen wir mal weg. Während der Fahrt ins Krankenhaus bleibt Dominik Fengler bei der Patientin. Das Ärzteteam in der Notaufnahme ist informiert und erwartet sie bereits. Schockraum, sagtest du, ja? Ja, genau. Dann einmal hereinspaziert, geht das so? Hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Hallo, nehmen Sie mal da Platz. Vielleicht noch ein Deckchen oder sowas. Kommt von zu Hause, hat dort selbst mit einem Handblutdruckmessgerät ihren Blutdruck mehrfach gemessen, allein in 6 Minuten 4-mal. Hat dann einen Blutdruck selbst gemessen von 217 zu 132, hat dann eigenständig Nifedipin eingenommen. Sie war komplett symptomfrei, hatte keinerlei Beschwerden oder ähnliches. In der Vorgeschichte hat sie wohl eine schwere Linksherzinsuffizienz mit einer irgendeine Klappe von den Klappen auf der linken Seite funktioniert nicht. Das soll auch behoben werden. Gute Besserung, ja? Gerne. Alles Gute. Die beiden hoffen, dass sich die Frau schnell erholt und die Klinik in Kürze wieder verlassen kann. 4 Stunden und 2 Einsätze später. Dominik Fengler und André Hahn sind gerade auf dem Weg zurück zur Wache, als sich die Leitstelle meldet. 5 Werte, W1.
Einsatz, chirurgischer Notfall, PKW gegen E-Roller. Die Rettungssanitäter Dominik Fengler und André Hahn müssen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Rollerfahrer. Was genau die beiden erwartet, wissen sie nicht. Also man macht sich da klar Gedanken drüber. Kann das zum Polytrauma werden oder ist das wirklich jetzt nur so ein Anfahrunfall? Das sind so erste Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Wie schnell war das, wenn ich jetzt höre, Roller geschädigt wird? Vermutlich nur der Rollerfahrer sein, in Anführungsstrichen. Da aber ein Roller, auch gerade so ein E-Roller, keine Knautschzone hat oder ähnliches, gehe ich zunächst mal von einem schwerer verletzten Patienten aus. Mit Blaulicht und Martinshorn erreichen die beiden nach 5 Minuten die Unfallstelle und treffen noch vor der Verkehrspolizei ein. Achtung beim Aussteigen, wir sind hier mitten in der Fahrbahn. Hallo, guten Tag. Wenn Sie so freundlich sind, das Warndreieck einfach mal 500 Meter oder sagen wir mal, bis da vorne an den Kreuzungsbereich hinstellen, das wäre klasse. Guten Tag, was ist denn passiert? Ich bin da vorne über die grüne Ampel gefahren und die hier hat es aber noch gar nicht rot geschlagen. Ich habe es aber erst viel zu spät gesehen. Dann okay. War ich schon hier vorne und dann sind wir zusammengefahren. Sonst noch irgendjemand beteiligt? Die nee, wir haben es halt nur gesehen. Okay. Dominik Fengler arbeitet seit 17 Jahren im Rettungsdienst. In dieser Zeit hat er gelernt, Situationen schnell zu überblicken. Das ist so ein scannender Blick, den man beim Erstkontakt mit dem Patienten haben sollte. Einmal den Patienten gucken, die Lageerkundung. So, was ist gerade, was kommt auf mich zu? Und dann laufen die anderen Dinge im Prinzip automatisch nach. Was tut Ihnen denn jetzt weh? Wo haben Sie Schmerzen? Tut Ihnen überhaupt was weh? Ja, meine Beine tun mir weh. Beide Beine? Ja. Okay. Hier unten und hier tut mir die Seite weh. Aber ich glaube, das ist nichts Schlimmes. Also der Oberschenkel und die Beine. Wir gucken uns das gleich mal an. Sonst auf den Kopf gefallen oder sowas sind Sie nicht? Ich bin auf die Seite gefallen. Auf die Seite. Sind Sie denn vom Auto aufgeladen worden, dann runtergerollt oder sind Sie nur angetitscht worden, dann umgefallen? Angetitscht worden. Okay, ich gucke einmal ganz kurz. Wenn ich hier drücke, tut hier irgendwo was weh? Tut gar nichts weh. Okay, gehen Sie einfach bitte weiter einmal. Ja, ach so, okay, wunderbar. Dann, Entschuldigung, wenn ich hier auf den Rücken klopfe, tut hier irgendwo was weh? Okay, können Sie mal mit den Zehen wackeln? Ja. Links und rechts, das geht? Ja. Okay, wo tut es denn genau weh? Hier, das ist aber eine Prellung. Ja, wir gucken uns das mal im Wagen an. Meinen Sie, Sie können mit Hilfe vorsichtig mal versuchen aufzustehen? Ich kann definitiv aufstehen. Okay, dann würde ich nämlich gerne einmal im Wagen nach Ihnen gucken. Dann kommen wir nämlich von der Straße hier so ein bisschen runter. Machen Sie langsam, ne? Geht das so? Okay? Okay. Dann einmal um den RTW drumherum und auch da vorsichtig hier dran vorbeigehen. Steigen Sie einmal ein. Dominik Fengler und André Hahn wollen die Frau noch vor Ort untersuchen und einige Tests machen. Nur so können sie sicher sein, dass sie nicht doch schwerer verletzt ist. Okay, ist also dort. Die andere Seite tut auch weh oder ist es nur diese Seite? Hier unten, aber auch nur ganz, ganz leicht hier. Okay, passen auf. Ich fange erstmal vom Kopf an und gucke einmal von Kopf bis Fuß mir das Ganze einmal durch. Ja? Okay, können Sie einmal den Mund aufmachen, mich mal angucken, mal die Zunge rausstrecken. Okay, mal die Zähne aufeinander beißen, gucken Sie mal, ob das alles passt. Passt das alles? Wunderbar. Wenn ich hier hinten am Hinterkopf fühle, tut hier irgendwo was weh. Mhm. Wenn ich hier die Schultern drücke, tut hier irgendwo was weh. Wenn ich hier links und rechts an den Arm runterstreiche, irgendwas. Okay, den Bauch einmal ein bisschen frei machen, bitte. So reicht schon. Okay. Wenn ich hier oben drücke, tut hier irgendwo was weh. Mhm. Wenn ich hier drücke, tut hier irgendwo was weh. Mhm. Wenn ich dort drücke, tut irgendwas weh. Nein. Luft bekommen Sie gut? Ja. Das ist alles soweit in Ordnung? Mhm. Wunderprächtig. Ich höre einmal auf die Lunge drauf. Setzen Sie sich mal ein bisschen auf, wenn das geht. Das ist einmal eine standardisierte Untersuchung im Bereich des Traumas. Da wird einmal geguckt, ob irgendwelche Blutungen vorliegen, irgendwelche Verletzungen da sind, die ich sofort sehen kann. Es werden die großen Blutungsquellen kontrolliert, also einmal die Lunge, ob die Seiten gleich belüftet ist. Dann wird auf den Hals geguckt, ob es irgendwelche Halsvenenstauungen gibt. Dann lehnen Sie sich mal wieder zurück. Okay. Tut hier irgendwas wie, wenn ich hier meine Hände drüber gehe? Hier nur ganz leicht. An der Hüfte hier seitlich. Okay, wenn ich hier ein bisschen fester drücke, tut das irgendwie weh? Wenn ich von oben drücke? Nein. Nein, okay. Guck mal, die Kniescheibe, ist das hier in Ordnung? Kann ich die hin und her bewegen? Das tut nicht weh, ne? Nein. Okay. Ist soweit in Ordnung? Hände und Beine fühlen sich gleich an? Ja, jetzt tun die halt nur weh vom Alter. Okay, aber das ist... Sie haben jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas kribbelt oder sonst irgendwas ist, sondern das fühlt sich alles irgendwo einigermaßen gleich an oder ist da jetzt irgendwas auffällig, was Ihnen jetzt Sorgen bereitet? Nein. Können Sie mal so mit den Händen machen?
So? Okay. Ja, so ist super. Die harmlos aussehende Übung hat einen ernsten Hintergrund. Neurologisch wird einmal geschaut, ob alles funktioniert durch dieses Handbewegen. Ne, das können Sie nicht mehr, wenn dann halt der Kopf irgendwo betroffen ist. Wenn die Hände wieder ablegen, ist alles in Ordnung. Ja, zusammengefasst, kein A, kein B, kein C Problem, kein D Problem. Standard. Sieht das sehr weh am Oberschenkel oder nicht? Es geht. Es geht, okay. Ich biete Ihnen hier an dieser Stelle gerne an, wenn Sie möchten, nehme ich Sie gerne einmal mit in ein Krankenhaus, dass wenn mal im Krankenhaus genauer geguckt werden kann, Röntgenbild gemacht werden kann oder ähnliches. Naja, es muss nicht sein. Wenn ich was merke, dann könnte ich ja morgens auch ins Krankenhaus, genau. Durchaus möglich. Wie gesagt, ich biete Ihnen das gerne an, dass wir Sie auch jetzt ins Krankenhaus bringen können. Wenn Sie das möchten, können wir das gerne machen. Sie können das aber auch jederzeit natürlich gerne mit dem Hausarzt abklären oder halt selbstständig im Krankenhaus aufsuchen. Ne? Sind Sie sicher, dass Sie soweit dann in Ordnung sind und dass Sie das alles so hinkriegen? Ja. Ich frage extra nochmal bewusst nach. Da die Frau unter Schock steht, fragt Dominik Fengler zur Sicherheit mehrmals nach, ob es ihr gut geht. Da die Dame auch gar keine Hilfe haben wollte, so in diesem Sinne, und auch definitiv nicht in ein Krankenhaus wollte, konnte ich diesem Willen auch von ihr entsprechen und dann halt sie aufklären und ihr den Rat mitgeben, dass sie zumindest mal ihren Hausarzt aufsuchen sollte, sollte sich irgendwas verändern. Natürlich darf sie auch jederzeit gerne wieder anrufen. Die Rollerfahrerin hatte Glück im Unglück und kommt mit leichten Prellungen und einer Schürfwunde davon. Die Arbeit von André Hahn und Dominik Fengler ist getan. Ab jetzt übernehmen die Kollegen der Verkehrspolizei. Gucke mal, nicht, dass wir das hier vergessen. Ich hätte da noch eine Tasche. Ist wirklich ganz kurz. Ist wirklich alles in Ordnung? Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, ja? Dominik Fengler ist froh, dass der Frau nicht mehr passiert ist. Denn weil sie keinen Helm trug, hätte der Unfall böse enden können. Unser Kopf ist das beste Gut, was wir haben. Da drin befindet sich eines der wichtigsten Organe, nämlich das Gehirn, und dem funktioniert nichts. Ich möchte jetzt hier kein Moralapostel sein. Aber wenn man schon mal so Rollerfahrer angefahren gesehen hat mit Kopfverletzungen, die einfach vermeidbar gewesen wären, hätte man einen Helm getragen. Das gilt übrigens auch fürs Fahrradfahren. In Düsseldorf sind Dominik Fengler und André Hahn auch in den nächsten 12 Stunden für Menschen in Not erreichbar.